Das sind die besten Sonic-Momente in GTA 5. Wir werden heute alle Sonics kaufen, von 1 Euro Sonic auf 1 Million Euro Sonic upgraden und alle Sonic-Autos auf der Mega-Rampe fahren. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht die besten Sonic-Videos zu verpassen. Los geht's! Ich bin der billigste Sonic mit nur 1 Euro. Schaut mich mal an, Leute, vor allem mein Haus. Aber zum Glück können wir mehr Geld machen und dabei Sonic zu dem teuersten Sonic auf der ganzen Welt upgraden. Aber dafür brauchen wir 1 Million Euro und vielleicht können wir hier vorne bei Sonic Silber irgendwas klauen. Vielleicht hat er ja hier irgendwas versteckt. Wir können mal vielleicht fragen, ob der vielleicht irgendwie gerade für uns Geld hat. Hey, geh weg, ich habe kein Geld. Und ich glaube, damit wurde unsere Frage schon beantwortet, Leute, aber ich weiß doch, ja. Yeah. Und zack, yo, wir haben jetzt einfach was, wir haben jetzt 10 Dollar, Leute. Dann laufe ich mal ganz kurz hier um die Ecke, Leute, dann werden wir mal ganz kurz upgraden. So, und das Upgrade findet statt zu einem neuen Sonic. Wow, was, Leute, wir sind jetzt einfach hier gerade der normale Sonic. Wie cool ist das denn? Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute, denn ein Like ist gleich 1 Euro. Ich habe aber eben noch was gesehen, Leute, denn hier ist nämlich das Sonic-Auto. Ich glaube, das können wir einfach klauen, Leute, denn das können wir theoretisch, oh Gott, verkaufen, Leute. Und zwar, Bennys hat hier irgendwo in der Nähe seinen Verkaufsladen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Fahrzeug nicht kaputt machen. Oh, oh, oh. Oh nein, oh, 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 das sind teure Kratzer. Und da sind wir auch, glaube ich, schon fast. Was geht denn bei dem ab, Leute? Der hält hier irgend so ein Schild hoch. So, Bennys, siehst du mein cooles Auto, was ich habe? Oh, Leute, ich hätte das vielleicht vorher mal reparieren sollen. Und was sagst du dazu? Gefällt dir das? Ich weiß ja nicht, was hier für Schäden sind, aber das sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus. Da müssen wir auf jeden Fall noch was am Preis machen. Ja, ja, halb so wild. Steig erstmal ein, mach erstmal hier eine Testfahrt, Leute. Weil ich glaube, wenn wir den ein bisschen mit dem Fahrzeug beeindrucken, kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, ne? So, und jetzt... Oh Gott, das ist, glaube ich, gerade gar nicht gut, ne? Oh mein Gott, Leute, wir dürfen hier auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie mit dem Ding noch mehr Schaden machen. Wow, es hat einen Boost. Oh, 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 Bennys. Oh nein, er ist umgekippt. Geht's dem gut? Oh, Leute, unser Auto ist komplett kaputt und Bennys geht's, glaube ich, gerade auch nicht so gut. Die ist voll schwindelig und hier liegt auch einfach so eine Stoßstange von irgendwem. Oh nein, nein, nein. Weißt du was? Das reicht mir. Hier hast du 90 Euro. Das kriegst du von mir. Mehr nicht. Hm, na gut, Leute. 90 Euro ist eigentlich nicht so schlecht. Okay, pass auf. Wir haben einen Deal. Wow, jetzt haben wir einfach 100 Euro, Leute. Dann auf jeden Fall viel Spaß mit dem Wagen, Bennys. Und wir upgraden jetzt zu einem richtig heftigen Sonic, Leute. Wow, mein Gott. Wow, was, Leute? Wir sind einfach der Metall-Sonic. Wie cool ist das denn, bitteschön? Und warte mal. Ist das da gerade ein Sonic-Ring, Leute? Hä? Als ob? Vielleicht sollen wir die auch einfach einsammeln, Leute. So, mal gucken. Wir haben jetzt hier... Oh, was? Jetzt haben wir gerade 200 Euro bekommen. Als ob wir jetzt 200 Euro pro Ring bekommen. Mal sehen, ob wir die anderen auch einsammeln können. Yo, was? Nochmal 200. Oh, Leute, was? Wie cool ist das denn? Ey, yo, wir sammeln hier die ganzen Ringe ein, Leute. Das ist ja unnormal cool. Und wir kriegen jetzt die ganze richtig viel Geld. Das geht ja immer höher. So, noch ein paar mehr Ringe einsammeln. Ey, Leute, das ist ja richtig cool gemacht, ne? So, mal gucken, wo die Ringe hingehen. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, die gehen jetzt hier irgendwo richtig cool? Hey, wir sind einfach durch den Aussehen durchgelaufen. Okay, so einsammeln jetzt hier. So, hier noch ein paar weitere Ringe. Oh, da vorne, Leute, sind noch mehr Ringe. Oha, wir kriegen so viel Geld. Das ist ja unnormal cool, Leute. Guck mal, wir sammeln die alle ein. Die verschwinden alle quasi im Boden. So, den auch noch. Haha, jetzt haben wir fast alle Ringe eingesammelt. Und jetzt müssen wir noch hier schön den letzten einsammeln. Und hey, warum geht denn der letzte nicht, Leute? Aber wir haben jetzt schon was... 3.100 Dollar. Aber warum kann ich den jetzt hier nicht einsammeln, Leute? Du bist in meine Falle getappt und nun bist du eingesperrt. Ich kann dich aber freilassen, wenn du mir 1.000 Euro zahlst. Ey, Mann, lass mich hier raus, Leute. Es kann nicht sein. Wir sind einfach eingesperrt in solchen Sonic-Ringen. Na gut, Eggman, du hast deinen Deal. Ich zahle dir 1.000 Euro. Kein Problem. Okay, sehr gut abgemacht. Der Deal steht. Wow, Leute, wir sind wieder frei. Aber wir haben jetzt auch nur noch 2.100 Euro. Und jetzt fehlt mir einfach das Geld zum Upgraden, Leute. Warte ab für die ultimative Sonic Power. Bam, Leute.
Boom. Und ich glaube, wir haben Eggman auf jeden Fall jetzt gerade schon mal ausgelöscht. Wow, und er hat richtig viel Geld gedroppt, Leute. Wie cool ist das denn? Okay, dann sammeln wir mal ganz kurz alles ein. So, ganz Geld eingesammelt. Wow, was? Jetzt haben wir 10.100 Euro. Er hat einfach 8.000 Euro gedroppt, Leute. Dann würde ich schon mal sagen, upgraden wir uns jetzt hier zu dem nächsten Sonic. Wow. Wow, Leute, was? Wir sind einfach jetzt Sonic Excalibur. Und was haben wir denn bitte schon da als Waffe? Das ist einfach ein Hammer mit so einem Nokia-Handy. Also gefühlt die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Ich glaube, wir können doch locker diesen Hammer verkaufen, Leute. Ich meine, wer möchte nicht einen Hammer haben mit einem Nokia-Handy? Ich meine, der ist heftiger als so ein Titanhammer. Dann lass uns doch mal ganz kurz unseren richtig coolen Hammer hier verkaufen, Leute. Hey, wir sind voll klein. Hallo, Sie da oben. Möchten Sie vielleicht meinen Hammer kaufen? Sehe ich etwa so aus, als würde ich deinen blöden Hammer kaufen wollen? Wenn du Geld haben willst, dann musst du Lotto spielen. Aber nerv mich nicht mit deinem blöden Hammer. Okay, okay, okay. Ist ja schon gut. Ja gut, Leute, will ich euch mal sagen. Dann machen wir mal ganz kurz hier Lottoschein. Und okay, jetzt rubbeln wir mal ganz kurz drei Sachen auf. Und zwar einmal 100.000, Leute. Dann das zweite Mal. Oh, was? Nochmal 100.000? Und das dritte Mal, Leute. Wow, was? Nochmal 100.000? Wir haben einfach 100.000 mal 3. Das heißt 300.000 Dollar. Okay, wir sind wieder aus dem Laden raus. Wir haben sogar unseren Hammer, Leute. Und das Coole ist sogar, dass wir jetzt 300.000 Euro haben. Das heißt, wir können uns jetzt upgraden. Wow. Oh, was, Leute? Wir sind einfach so ein krasser Diamant-Sonic geworden. Yo. Hä, Leute? Und hört ihr gerade das Piepen auch? Okay, warte mal. Wo könnte jetzt das Piepen gerade herkommen? Ich kann auf jeden Fall als der Sonic mega, mega schnell laufen, Leute. Ist natürlich halt auch ein Sonic, ne? Und auch noch ein Diamant-Sonic. Ich glaube, das Piepen kommt irgendwie von da oben, von dem Berg. Mal gucken, ob es auf jeden Fall da auch ist. Oh ja, Leute, das Piepen wird immer näher, wird immer... Warte mal. Was ist denn da vorne, Leute? Das sieht aus wie ein Diamant. Oh, der ist aber im Boden eingegraben. Zum Glück habe ich eine Spitzhacke, Leute. Können wir den vielleicht dann damit... Nee, Leute, ich glaube, für so einen dicken Diamanten brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mehr Action, Leute. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal ganz kurz einen richtig fetten Bagger. Und ich glaube, genau so einen brauche ich, Leute. Okay, dann würde ich doch mal sagen, steigen wir mal ganz kurz hier ein. Hey, 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 Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell. Du kannst ihn dir doch nicht einfach so nehmen. Mann, 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 Mann. Ach so, ja, okay. Du hast natürlich recht. Können wir vielleicht einen Deal machen? Ich brauche den wirklich. Ja gut, ich muss eigentlich erst meinen Boss fragen, aber für 5.000 Euro kannst du den dann haben und wegfahren. 5.000 Euro? Okay, das ist auf jeden Fall ein Deal, Leute. Und jetzt haben wir auf jeden Fall 5.000 Euro weniger und jetzt kann ich mir hier schön den Bagger schnappen, Leute. Sehr gut. Okay, jetzt lassen wir schon mit dem Bagger wegfahren. Hey, 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 Moment mal, Moment mal. Da klaut doch gerade jemand einfach meinen Bagger. Warte mal. Das kann ja nicht sein. Oh, sag jetzt nicht, der kommt da... Oh, Leute, der kommt gerade mit seinem Fahrzeug. Oh, oh, das ist jetzt gar nicht gut, Leute. Jetzt wird's Ärger geben. Hau ab, du! Hau ab mit deinem Edder! Dich will hier keiner haben! Okay, Leute, ich muss es machen. Ich muss ihn leider zerstören. Oh mein Gott, wir fahren rüber. Er will abhauen, Leute. Er will abhauen. Kein Problem, Leute. Jetzt kriegt er auf jeden Fall den finalen Zerquetscher. Mit dem Bulldozer, mit der Schaufel, yeah! Boom, Leute! Boah, das Ding ist aber richtig explodiert! Hahaha! Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt mit dem Bulldozer ab wieder zu dem Observatorium. Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. So, wir sind auf gutem Wege, Leute! Ohohoho, jetzt bist du auf jeden Fall richtig crazy! Und jetzt graben wir hier schön den Diamanten aus, Leute! Oh, ja, komm schon! Noch ein Stück. Dachtest du, dass du so leicht den Diamanten bekommst? Ich hab die jetzt in eine Kiste gepackt und du hast nicht den Schlüssel. Du kannst sie mir aber abkaufen für 100.000 Euro. Leute, wir können für 100.000 Euro diese Kiste quasi aufmachen und ich weiß nicht, was da drin ist. Na gut, Eggman, weißt du was? Ich kaufe die Kiste ab für 100.000 Euro. Sehr gute Wahl. Dann mache ich jetzt die Box auf und zwar in 3, 2,
1. Leute, vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Go. Wow, Leute, wie krass ist das denn? Jetzt haben wir einfach was? Wow, 1 Million Euro. Dann lass uns doch erstmal ganz kurz zu dem 1 Million Euro Sonic upgraden. Hä? Was, Leute? Wir sind einfach Sonic Silber? Denkt ihr, er war einfach wirklich der reichste Sonic von Anfang an? Wir besuchen heute den Sonic Shop. Wir haben hier alle verschiedenen Sonic-Versionen am Start. Sogar so ein Sirenhead Sonic, Sonic.exe, Spidey Sonic und sogar den normalen Sonic. Dabei haben wir auch noch verschiedene geheime Knöpfe, Leute, einen geheimen Teleporter und einfach eine geheime Kiste. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, 1 Million Dollar zu bekommen, um den geheimen Sonic freizuschalten, Leute, beziehungsweise sogar zu kaufen. Das Problem ist gerade, ich habe nur 2 Dollar gerade. Hey, du da, kann ich was in deinem Shop kaufen? Ja, du, ich bin Ernie. Weißt du, du kannst es alles gerne hier kaufen. Kostet ja auch alles nur 1 Dollar, weißt du? Okay. Das ist aber nett von dir. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, was ich zuerst kaufen soll, damit ich näher an die 1 Million komme? Ja, du, ich kann dir einen Tipp geben, aber dann müssen die Leute liken. Bei 10.000 Likes kriegst du den besten Tipp. Oh, Leute, habt ihr es gehört? Na, er gibt uns anscheinend den besten Tipp bei 10.000 Likes. Deswegen lass jetzt ein Like da. Kannst du uns auch noch einen normalen Tipp irgendwie geben, jetzt erstmal und dann vielleicht im nächsten Video bei den 10.000 Likes den besten Tipp? Ja, du, also wenn ich du wäre, würde ich das Tor freikaufen. Denn einer von diesen Krokodilen kann ganz viel Geld wert sein. Okay, finde ich cool. Leute, dann würde ich mal sagen, kaufen wir hier jetzt das Tor frei. Ernie, du kannst mir das Tor freikaufen, kannst du abziehen und oh, jetzt haben wir nur noch 1 Dollar. Okay, Tor ist offen, Leute, wir können durchgehen, wir können auch nur jetzt hier rüberspringen. Und jetzt müssen wir anscheinend 10 von diesen Vektoren ausschalten, Leute. Und einer von denen soll anscheinend richtig viel Geld haben. Es tut mir leid, Vektor. Es tut mir echt leid, ja. Ich muss euch leider ganz kurz erledigen. So, guck mal, der hier bleibt schon auf dem Boden. Jetzt haben wir sogar schon 2. Aber der hat auch kein Geld, ne? Sag mal, ist ja noch irgendeiner mit Geld, Leute? So, Achtung, hier einmal ganz kurz. Ich glaube, es geht besser mit der Waffe hier, Freunde. Okay, Vektor, hau rein. So, noch einen erledigt. Dann der kann auf jeden Fall auch weg, Leute. So, den haben wir schon. Hallo, wo ist denn hier das Geld? Hat nicht einer von euch Geld irgendwie? Du vielleicht? Oh, hast du Geld? Nee, sah nicht so aus. Oh mein Gott, Leute, wie die mal wegfliegen. So, komm schon. Oh, Leute, hier. Hier ist Geld, 3 Dollar. Ey, jetzt haben wir einfach 4 Dollar, Leute. Jetzt natürlich die Frage, welchen Sonic wir davon kaufen. Also hier haben wir wirklich so Silver Sonic Shadow sogar. Aber ich glaube, ich habe irgendwie Bock, den normalen Sonic zu kaufen, Leute. Also pass auf, wir haben jetzt gerade 4 Dollar. Aber ich muss auch gucken, dass wir halt noch, weil hier haben wir anscheinend auch noch ein Tor, Leute. Hier haben wir noch diesen Teleporter. Und, wie kann ich eigentlich die geheime Box aufmachen, Ernie? Ja, du, das verrate ich dir erst später, weißt du? Das kann ich dir jetzt doch gar nicht sagen. Na gut, okay, Ernie. Dann pass auf, Leute, ich kaufe jetzt mal ganz kurz, pass auf, ich nehme auf die Liste Sonic schon mal. Dann nehme ich auch noch Spider-Sonic. Und ich glaube, ich kaufe mir hier diesen Teleporter, Leute. Mal gucken, ob da vielleicht irgendein cooler Sonic kommt. Ich würde dann die 3 Sachen nehmen, Ernie. Aha, wow, alles klar, 3 Dollar, oh geil. Da machst du mich ja richtig fröhlich mit. Na ja, gut, dass wir Geschäfte machen können, Ernie. So, Leute, wir haben jetzt noch 1 Dollar über. Und Summe sind Spider-Sonic und normaler Sonic gekauft, Leute. Oh mein Gott. Ey, ich bin echt gespannt, was in diesem 1 Million geheimen Bunker drin ist, Leute. Mal gucken, was da für ein Sonic ist, ne? So, und jetzt kaufe ich mir auch mal ganz kurz hier den geheimen Teleporter-Sonic. Pass auf, ich werde gleich vor die Steine, wenn du den kaufst, ne? Da wird ein richtig krasser Sonic rauskommen. Ja, das ist egal jetzt. Ich habe schon bezahlt. Also, dann mach mal deine Action jetzt hier irgendwie. Ja, aber ich brauche dafür ein bisschen Hilfe. Deine Zuschauer müssen auf den Abo-Button drücken. Na gut, Leute, habt ihr gehört? Ihr müsst jetzt auf 3 auf den Abo-Button drücken. 1, 2, 3! Wow. Was mache ich denn jetzt hier? Wo komme ich denn jetzt gerade her, hä? Wow, du hast Sonic! Sonic und ja, Spider-Sonic! Ja, die hab ich! Wo ist mein Schnurrbart hin? Kannst du mir helfen? Ich brauche mein Schnurrbart, Mann, ey! Mann, bitte, ich brauche einen Schnauber, bitte. Das reicht jetzt. Mann, ey, Eggman. Wow. Okay,
Leute, der hat mir echt ein bisschen zu viel geredet, muss ich sagen. Aber ich sehe gerade, in diesem 1-Dollar-Schloss sind noch mega, mega viele andere Eggman. Ich glaube, wir müssen später mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Ja, so, Ernie, jetzt habe ich aber nur noch 1 Dollar und irgendwie hat mir diese Mystery-Teleporter-Sache gar nichts gebracht. Hey, jo, das ist ja halt gar nicht mein Problem, ne? Du hast für das bezahlt, was du bekommen hast. Nicht mein Problem. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen es riskieren, denn wir müssen jetzt, glaube ich, hier so einen Mystery-Button kaufen. Aber die Frage ist nur, welchen soll ich nehmen? Schreibt mal in die Kommentare, Leute, welchen ich nehmen soll. Den rechten oder den linken. So, ich würde sagen, ich gehe mal zu Ernie und gebe jetzt meinen letzten Dollar aus. Ernie, willst du mir vielleicht noch einen Tipp geben, welchen ich nehmen soll? Hey du, das können deine Zuschauer in den Kommentaren entscheiden. Na gut, Leute, okay. Ich würde sagen, Ernie, ich kaufe den rechten. Hey, hey, richtig froh, mit dir Geschäfte zu machen. Du musst dich nur auf den Knopf stellen, dann wird was passieren. Okay, 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 Ernie. Dann, Leute, ich würde mal sagen, ich stelle mich denn mal hier auf den Knopf. Okay, wir haben den gekauft. So, ich stelle mich jetzt hier rauf, Leute. Und, mal gucken, was passiert. Wow, wow, wow. Warte mal. Hä? Moment mal. Warum bin ich denn jetzt so groß? Okay. Hä? Leute, wie krass ist denn das? Und wow, warum habe ich jetzt 2 Dollar? Hä, ich bin groß geworden und habe 2 Dollar bekommen. Warte mal, da ich ja jetzt so groß bin, kann ich ja jetzt wahrscheinlich diese Box aufmachen, indem ich jetzt voll dagegen werfe. Tja, was sagst du jetzt dazu, Ernie, dass ich so groß bin? Wow, bist du richtig groß geworden, Alter. Das war gar nicht so vorgesehen. Ich dachte, die sind nur Attrappe. Ja, dann auf jeden Fall viel Glück mit der Box. Na gut, Leute. Okay, ich würde sagen, ich werfe mich jetzt mal hier voll gegen die Box gegen. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, was, Leute? Jetzt bin ich wieder klein. Baby Sonic, du warst in der Kiste drin? Ja, ich war da ganz lang eingesperrt, aber du hast mich befreit. Juhu, juhu, juhu. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Hier hast ein Geschenk von mir. Wow, was, Baby Sonic? 5 Dollar? Ey, Leute, eben hatte ich noch 0 Dollar, weil ich ja eben die Mystery Curve gekauft habe. Und jetzt hat einfach Sonic, Leute, uns 5 Dollar gegeben. Ey, was ich mir damit alles kaufen kann. Wie viele Sonics? Wow. Wo kommt der Sonic her? Alter, das ist richtig heftig. Ja, ich weiß. Baby Sonic einfach. Richtig cool. Willst du mit zu Sonic? Willst du zu denen hingehen, Leute? Willst du da hin? Ja, ich gehe da jetzt hin. Ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg. Ne? Liebe Grüße an Sonic. Ich kaufe jetzt nämlich mal ein paar Freunde. Oh, Leute, pass auf. Wir haben jetzt 5 Dollar. Ich würde gerade schon gerne was freikaufen, muss ich sagen. Ich frage mich halt, was passiert, wenn ich das ganze Ding hier nochmal kaufe? Kann ich vielleicht irgendwie nochmal wen herzaubern oder mich irgendwo hinzaubern? Ja, na klar. Kein Problem. Kannst du machen. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal den Teleporter, Freunde. Schon mal 1 Dollar. Ich würde auch gerne das freikaufen. Dann haben wir schon mal 2 Dollar. Und dann würde ich sagen, ich kaufe nochmal hier schön mit den anderen 3 Dollar und ein paar Sonics. Ich nehme dann den Siren Head Sonic, Shadow und Silver Sonic. Hahaha. Die 3 habe ich jetzt gekauft, Leute. Und ihr könnt euch gerne zu den anderen vorne hingesellen. Denn ich nutze jetzt das Geld, um mir den Teleporter nochmal zu holen und danach hier dieses Tor freizuschalten. Also, ich würde einmal gerne den Teleporter kaufen. Ja, okay, das passt. Ja, viel Glück dabei. Vielleicht hast du Glück. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich gehe gleich in den Teleporter rein. Mal gucken, was da passiert. Aber ich kaufe jetzt hier erstmal ganz kurz das Tor frei. Ernie, du kannst das Tor aufmachen. Ja, haha, wird gemacht. Viel Erfolg dabei und vorsichtig sein. Alles klar, Freunde. Dann lass mal ganz hier kurz durchgehen und gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich glaube, hier waren diese Eggmans. Ja, Leute, hier sind die ganzen Eggmans. Ey, Ernie, was ist denn jetzt meine Aufgabe mit den Eggmans? Kannst du mir das sagen? Ja, na klar. Einer von denen hat einen geheimen Schlüssel. Finde den Schlüssel und dann kannst du hier diese Box aufmachen. Und da wird ganz viel Geld drin sein. Viel Glück. Okay, 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 Leute. Warte mal. Das heißt, einer von denen muss den Schlüssel haben. Und dann können wir den Tresor aufmachen. Und da soll er dann anscheinend... Vielleicht ist denn da 1 Million Dollar drin, Leute. Vielleicht können wir dann hier diesen geheimen Tresor aufmachen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier runter. Und mit der Raygun hat es erstmal nicht so gut funktioniert. Deswegen müssen wir auf härtere Geschosse aufwechseln. Es tut mir leid, Eggman, aber... Warte mal, der hat einen Schnurrbart, der nicht? Warum hat er hier... Warum habt ihr hier keinen Schnurrbart? Was ist denn los bei euch? Okay, Leute, ich würde sagen, haut da rein, Eggman. Wow. Yo. Oh mein Gott. Okay, und nochmal ganz kurz die. So. Und, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Hat jemand von euch einen Schlüssel? Hallo, hast du einen Schlüssel? Schlüssel.
Hä? Leute, warum hat der denn keiner... Oh, der vielleicht, Leute. Hat der einen Schlüssel? Nee, immer noch kein Schlüssel hinzugefügt. Hä? Du da oben, hast du einen Schlüssel? Leute, hä? Warte mal. Kann das sein, dass der Schlüssel in dem Teleporter kommt? Das wäre auf jeden Fall echt ein bisschen unfair, weil dann habe ich gerade einfach $1 verschwendet. Aber na gut, ich würde sagen, dann probiert es mal ganz kurz aus. Ich würde dann jetzt gerne den Teleporter aktivieren. Ja, okay, alles klar. Dann dreht man schon zurück. Okay, okay, okay. Dann aktivieren wir nochmal in 3, 2, 1, go! Warte mal. Was? Leute, hier ist der Schlüssel. Na, oh, na gut, okay, Freunde. Ich habe jetzt hier hinten den Schlüssel ausgerüstet, wie man sehen kann. Und wir können jetzt anscheinend benutzen, um den Tresor aufzumachen. Ernie, ich habe jetzt hier den Schlüssel gefunden. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass du den Schlüssel findest. Das war einfach nur so eine Ausrede, weißt du? Die Eggmans, die sollten dich eigentlich holen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie du das gemacht hast, aber dann gib mir mal den Schlüssel und ich gebe dir dann das Geld. Ja, ja, Ernie. Ja, ja, okay. Warte mal, ich gebe dir den Schlüssel. So, bitteschön. Hier hast du den Schlüssel, Ernie. Kannst du... Okay, Leute, okay. Geht jetzt hin und dann gibt es das Geld, Leute. In welche Richtung muss ich nochmal drehen? Ich weiß gar nicht. Links, rechts oder links? Ich weiß gar nicht. Okay, ich hab's. Einen Moment. Warte, ich hab's gleich. Warte. Jetzt. Ja, worauf wartest du denn jetzt? Her damit. Du hast jetzt aufgemacht. Dann, oh, okay, Leute, sehr gut. Dann, oh, komm, gib her, Ernie. Kannst du mir jetzt bitteschön das Ding geben? Das wäre echt nett von dir, muss ich sagen. So, okay, hier, bitteschön. Hier hast du dein Geld. Oh, Freunde, okay, warte, dann sammeln wir es mal ganz kurz ein. Oh, was? Leute, wir haben einfach $1 Million bekommen. Ey, Ernie, wirklich vielen Dank. Jetzt kann ich die $1 Million Preissache kaufen. Und zwar den Geheim Sonic. Ja, bitteschön. Viel Spaß mit dem 1 Million Sonic. Der ist richtig cool. Okay, dann würde ich dir das gerne kaufen für 1 Million. Na gut, er kriegt halt direkt das Geld wieder zurück, ne? Aber na gut, Leute, ich kaufe jetzt hier den 1 Million Sonic. So, einmal bitteschön hier, Ernie, werde ich kaufen. Okay, okay, angenommen. Oh, Freunde, ich bin gespannt. Spannend, was jetzt kommt. Und zwar in 1, 2, 3. Wow, Leute. Wir haben einfach den 1 Million Dollar Super Sonic, Leute. Ich glaube, es ist sogar Excalibur Sonic, ne? Was? Der ist ja mega krass. Wir werden heute sehen, welcher Sonic-Charakter am stärksten ist. Denn wir werden mit verschiedenen Waffen auf sie schießen und mit dem Mega-Shredder am Ende des Videos alle zerstören. Bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, welcher Charakter der stärkste ist. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt hier sogar meine Banane am Start. Und wir können jetzt hier mit dieser Banane zum Beispiel jetzt auch hier erstmal auf Sonic schießen und wow. Wow, was? Ich hab, warte mal, ich hab jetzt 1, 2, ja, Freunde, übrigens, es sind alles ganz entspannt, Leute. Ich kann die auch alle wieder beleben, also kein Problem. Hier ist auf jeden Fall kein Sonic, der irgendwie, oder irgendein Sonic hier, der dann hier irgendwie, ja, mit dem was Schlimmes passiert. Deswegen, die werden auf jeden Fall alle wiederbelebt, Leute. Deswegen, die können auch gerne nach Hause gehen. Deswegen, haut da rein, Sonics. Wir haben auf jeden Fall hier richtig, richtig viele verschiedene Waffen am Start, ne, die wir benutzen können heute. Von Shotguns, MPs, Sniper, Miniguns, Raketenwerfer und auch viele, viele mehr, Leute. Deswegen, heute werden auf jeden Fall echt richtig, richtig krasse Experimente gemacht. Deswegen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der mehr sehen wollt, Freunde. Ich würde sagen, ich guck mal, ob ich jetzt hier mit einer anderen Waffe jetzt hier mal ganz kurz schießen kann. So, wir haben schon mal parat ein paar Sonics erledigt. Es waren gerade schon 2 Stück, die gegangen sind. Ich würde mal sagen, ich mache mal vorne weiter mit Eggman. Und ich will mal wissen, wenn ich eine ganz normale Pistole benutze, ob ich denn vielleicht mit dem ein paar mehr Schüsse bzw. ein paar mehr Treffer setzen kann. So, jetzt pass auf, ich ziehe jetzt auf den Kopf, Leute. Und jetzt geht's los und boom. Die haben alle nur mit der Wimper gezuckt. Was ist denn das? Okay, warte, dann nochmal. Boom, oh Gott. Okay, ich glaube, gut, den Eggman, den hat's erledigt. Aber nur ein mit der Kugel, Leute. Das ist auf jeden Fall echt ein bisschen wenig. Das guckt mich eigentlich hier die ganze Zeit diese Metallknuckles an, Freunde. Oh mein Gott. Was, die Kugeln von dem prallen ab? Ah, okay, Leute, je weiter wir kommen, desto bessere Munition kriegen wir quasi. Das heißt, den können wir dann wahrscheinlich erst später im Video abschießen. Und ich bin auch sehr gespannt hinten auf diesen mega großen Shredder. Ich meine, guckt euch doch mal an, wie krass das aussieht und wie tief es da reingeht. So, Shadow, okay. Dann würde ich doch mal sagen, ich schnappe mir jetzt mal hier eine richtig coole Waffe. Und zwar nehme ich jetzt hier mal... Was nehme ich mir denn mal? Ich glaube, ich nehme mal hier die Sniper. So, Freunde. Okay.
Hey, Shadow. Ich weiß ja nicht, wie viele Kugeln du aushältst, aber wir werden das Ganze jetzt herausfinden. Und zwar in 3, 2, 1 und boom. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, Freunde. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Shadows mit einer Kugel, Leute. Was? Okay, das ist auf jeden Fall echt krass. Ich glaube, die anderen, gut, die kann man dann wahrscheinlich relativ leicht holen, Leute. Ja, haut da rein, Shadows. Also, oh, warte. Oder überlebt der? Nee, nee. Oh doch, der eine hat überlebt. Okay, der kann gerne stehen bleiben, Freunde. Wenn der auf jeden Fall gerne da bleiben möchte, kann er auf jeden Fall gerne da bleiben. Gucken wir doch aber mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht bei Vector, dem Krokodil. Deswegen habe ich jetzt direkt schon wieder meine krasse Sniper am Start, Freunde. Und bleibt dran. Ich werde auf jeden Fall nachher richtig, richtig krasse Sachen benutzen, wie zum Beispiel explosive Tanks. Gucken, wie viele auf einmal dann da sein werden, Leute. Okay, jetzt pass auf, jetzt habe ich hier meinen Sniper am Start, Leute. Und wir schießen direkt mal auf Vector. Und zack! Was? Als ob ich nur einen Schuss... Hat Vector so einen dicken Krokodilschädel, Freunde? Okay, warte, ich zieh mal ein bisschen weiter runter auf seine Schnauze jetzt. Boom! Oh! Nee, okay, er wurde nur berührt von dem. Ich guck mal, ob ich jetzt ein bisschen auf die Brust schieße, Leute. Bam! Was? Das prallt einfach ab? Oha! Das heißt, Vector kann man wirklich nur... Hallo, warum stehst du wieder auf? Also ihn kann man anscheinend wirklich nur einen Schuss mit der Sniper... Ey, wirklich, Knuckles gucken uns die ganze Zeit an, ne? Also wirklich nur einen Schuss mit der Sniper machen. Aber gucken, wie das Ganze aussieht mit den Siren Head Sonics, Leute. Oi, 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 oi. Und jetzt kommen wir gleich schon mal direkt zu den heftigeren Waffen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier die Sniper, Leute. Ohne Scope, beziehungsweise halt schon mit Scope. Aber pass auf, ich würde jetzt mal sagen, Leute, wir schießen jetzt hier auf Siren Head Sonic und boom. Oh mein Gott. Hä, der hat hinten einen erwischt, ne? Oha, warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier hinten einfach noch, einfach so dazwischen 10, Leute. 10 mit einer Kugel. Okay, das ist auf jeden Fall echt richtig, richtig heftig. Das hätte ich auf jeden Fall jetzt gerade nicht gedacht, Leute. Dass wir gerade einfach wirklich 10... Warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz, wenn wir es nochmal machen. Kann ich nochmal so viele abschießen? So, genau in die Mitte gehen und boom! Okay, das waren diesmal aber, glaube ich, nicht so viele, ne? Also, nee, auf gar keinen Fall. Also, vielleicht, ich gehe nochmal ein bisschen näher ran jetzt hier, Leute. So, und nochmal raufschießen. Oha. Und es hat schon wieder nur einer überlebt, Leute. Also, anscheinend wollen die irgendwie alle einmal überleben, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Aber wir probieren natürlich noch mit dem Auto aus, Freunde. Denn wir haben hier vorne ja noch ein paar Sonics über, Leute. Beziehungsweise auch Vector und alle anderen. Und wir gucken nochmal, wie das ist, wenn wir jetzt mal zum Auto reinfahren. Boah. Okay, warte mal. Wie viel haben wir jetzt hier gerade mit Auto bekommen? Eins. Oh, warte mal. Die stehen alle wieder auf, ne? Okay, warte. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen mehr Geschwindigkeit holen. Ah, Metall Knuckles, da guckst du dich die ganze Zeit an und denkst dir, was machst du denn da? Okay, Leute, ein bisschen mehr Geschwindigkeit jetzt hier mit dem Bugatti. Oh, ja. Oh mein Gott, man kann wirklich alle erwischen, ne? Aber die stehen trotzdem alle wieder auf. Okay, warte mal. Dann habe ich auf jeden Fall eine Idee, was ich mit denen machen kann, Freunde. So, kurz die Granate nehmen und zack. Okay. Oh mein Gott, Leute, die werden, glaube ich... Wow. Alter, nein, da ist gerade ein Sonic zum Knuckle hingeflogen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier... Oh Gott, ein paar Tails sind auch weggeflogen, Leute. Ja, ein paar Sonics. Keine Sorge, Freunde. Die werden auf jeden Fall alle am Ende wiederbelebt. Deswegen macht euch da keinen Kopf drüber. Ich will es mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja mit der Bananenpistole eben, glaube ich... Wir hatten, glaube ich, 3 Sonics. Ich gucke mal ganz kurz in First Person. So, ich gehe jetzt hier. Bananenpistole. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, jetzt hier, Leute. Und zack. Oh mein Gott. Oh mein... Was? Richtiger Domino-Effekt, hä? Warte mal, wir haben jetzt mit einem Schuss 1, 2, 3, 4 Knuckles ausgelöscht, Leute. Aber auch richtig so in einer komischen Reihenfolge, ne? Ich meine, warum geht der Schuss dann durch welche durch und durch manche nicht? Ist schon ein bisschen komisch, Leute, muss ich sagen. Aber ich gucke mal ganz kurz hier, guck mal auf die... Ah. Okay, manche... Oh Gott. Okay, manche Schüsse gehen einfach durch. Ja, okay, noch ein paar stehen. Alter, der ist hier richtig unsterblich, oder was, Leute? Hallo. Okay, der ist doch nicht unsterblich. Und den können wir auch noch holen, Leute. Okay, sind auf jeden Fall schon mal richtig viele draufgegangen. Oh, Leute, ich habe schon richtig Bock auf diesen Shredder. Ne? Wenn ihr auch Bock auf den Shredder habt, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne mal ein Like da, Leute. So, und jetzt
hauen wir auf jeden Fall mal richtig rein. Und zwar habe ich jetzt hier mal ganz kurz die Railgun-Freunde. Und wir haben jetzt hier gerade diesen Super Saiyan Sonic, ne? Also der halt richtig krass ist. Das ist ja Excalibur Sonic. Und jetzt können wir mal ganz reinschießen. Und zwar brauche ich jetzt eure Hilfe, Leute. Und zwar auf drei, alle auf den Abo-Button drücken. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Warum hat denn der vordere überlebt, Leute? Hä? Und warum stehen die wieder auf? Ich habe mit der Ray... Obwohl, nicht alle stehen auf. Ich habe mit der Raygun geschossen. Also mit der Raygun. Die macht 1, 2, 3... Sind das 4, ja? 5, 6, 7, Freunde. Also 7... der steht da natürlich vorne. Okay, dann ist auf jeden Fall der Anführer jetzt hier. Und bam! Wow! Die Eggmans haben auch schon Angst ein bisschen, ne? Leute, die haben auf jeden Fall auch schon... Warte mal. Bam! Und... Bam! Bam! Bam und bam. Okay, also ich glaube, diese ganzen Excalibur Sonics haben auf jeden Fall nicht überlebt. Und die Eggmans sind jetzt echt alle ein bisschen verteilt, dass ich da mal ganz kurz mal was machen muss, Freunde. Wow. Auch die Vectors, wie die wegfliegen. Oh, warte. Boom. Okay, warte mal. Jetzt habe ich gerade ein bisschen zu viel Spaß, Freunde. Guck mal, wie hoch der fliegt. Okay, also Tails, auch alle, tut mir leid, dass ihr euch alle gerade in die Luft gesprengt habt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Level 2 Experiment. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Shadows, Freunde, gegen ganz, ganz, ganz viele Sonics. Und wir werden jetzt herausfinden, wer ist stärker. Und zwar Shadow oder Sonic. Denn wir werden jetzt hier gleich mal mit einer Granate, Freunde, reinwerfen und schauen, welche Truppe quasi mehr Überleben hat. Deswegen gucken wir jetzt mal ganz kurz und fangen jetzt schon mal an, die Granate reinzuwerfen bei den Shadows. Und ich glaube, viele werden natürlich jetzt ausweichen. Oh mein Gott! Okay, es sind auf jeden Fall ordentlich welche draufgegangen. Ich kann es... Ah, es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei, okay. Mal gucken, wie viele da jetzt überleben. Was? Oh mein Gott! Es überlebt einfach gar keiner! Okay, also es hat gar keiner überlebt. Mal gucken, wie es aussieht bei den Sonics. Ob Sonic vielleicht stärker ist. So, jetzt hier Granate rein. Und mal gucken. Oh, 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 es waren welche schlau. Die sind ausgewichen, Leute. Und wir sehen jetzt gerade, man kann sehen, der wird, glaube ich, überlebt haben. Die haben überlebt. Die sind auch weggeflogen. Ja, es sind trotzdem halt auch viele, die dann genauso wie Shadows enden. Aber man kann sehen, es haben viel, viel mehr Sonics überlebt, Leute, als Shadows. Was auf jeden Fall echt richtig, richtig krass ist, hätte ich nicht gedacht. Jetzt gehen wir natürlich eine Stufe weiter, Freunde. Team Sonic ist auf jeden Fall weitergekommen, hat gegen Team Shadow gewonnen. Jetzt muss Team Tails Beweis stellen quasi. Aber wir haben es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, Leute. Denn wir haben jetzt hier nämlich eine richtig fette so Explosion, die halt passieren kann. Deswegen, wir fangen erstmal an bei Team Tails. Links sind 50, rechts sind 50. Deswegen alles fair, Leute. Und jetzt geht's los mit dem Schuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war auf jeden Fall... Oh, mal gucken, wie viele Tails überleben werden, Freunde. Es sieht auf jeden Fall... Das war echt eine dicke Explosion, Freunde. Mal gucken, was passiert, wenn wir später 50 oder so davon nehmen. Oder was passiert, wenn die hinten im Shredder da enden oder so, Leute. Okay, mal gucken. Tails hat auf jeden Fall... Oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall gleich mal zählen. Das hört immer noch nicht auf, Leute. Nein, oder? Leute, Tails hat keine Überlebenden. Okay, also Team Tails... Komplett ausgeschaltet. Team Sonic muss jetzt einfach nur schaffen... dass die quasi alle überleben, Freunde. Und boom! Oh mein Gott. Okay, das war auf jeden Fall jetzt richtig stabil. Aber als ob, Freunde. Hä? Okay, es fallen noch ein paar Sonics um, aber es sind schon wieder viel, viel mehr Sonics am Leben. Guck mal, der steht auch total heftig da, Leute. Das heißt, Team Sonic hat jetzt schon wieder deutlich gerade gegen Team Tails gewonnen. Und ich glaube, man könnte gleich mal... heftige Geschosse auffahren gegen Team Vector. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit für Team Sonic gegen Team Vector. Aber diesmal nicht mit einem Gastank, Freunde, sondern mit 10 Gastanks auf jeder Seite, Leute. Wir haben auf jeder Seite 50 verschiedene Personen. Und ich bin echt gespannt, Leute. Ich würde sagen, ich mache es sogar noch ein bisschen heftiger. Und zwar werfe ich da jetzt gleich... eine Dingens rein, Leute. Und zwar eine Granate. So, hier ist die Granate, Freunde. Und dann müsst ihr mir jetzt wieder helfen, Leute. Dann denkt dran, wenn ihr davon mehr sehen möchtet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Denkt dran, wir sind gleich hinten bei dem heftigen Shredder. Das wollt ihr nicht verpassen. Okay, ich würde sagen, Leute, ich werfe die Granate los. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, es sind alle verteilt. Oh.
Okay, die Granate hätte ich vielleicht ein bisschen besser werfen können. Aber um ganz kurz mal zu zeigen. Gut, einer ist schon draufgegangen. So sieht das Ganze aus. Die sind einfach alle außen verteilt, Leute. Ich muss jetzt nur ein bisschen die Granate besser zielen. Das heißt, ich werfe die mal ganz kurz auf den Boden. Und dann soll die da hinrollen. Oh Gott. Oh Gott. Hat überhaupt irgendein Sonic überlebt, Leute? Nee. Also, selbst hier hinten, der ist fast bis zu Team Vector geflogen. Also hier ist auf jeden Fall kein Sonic am Leben. Jetzt muss auf jeden Fall Team Vector nur noch überleben, um das ganze Battle nach Hause zu nehmen. Die Granate ist an meiner Hand, Freunde. Und Abfahrt. Und, oh Gott. Oh Gott. Wow. Oh mein Gott, ist ja wie ein Regen jetzt hier, Freunde. Das wäre ja übertrieben krass. Nein. Ein Vector, nein. Zwei Vector haben überlebt. Als ob. Die haben echt überlebt, oder? Oh Gott, die Armen. Was passiert denn bei denen gerade noch? Okay, warte mal. Oh mein Gott, drei. Es haben drei Vector überlebt, Leute. Damit geht auf jeden Fall der Punkt an Team Vector, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei dem Shredder. Wir haben hier jetzt sechs Vector am Start. Und die Frage ist jetzt natürlich, können die hier diesen krassen, Shredder überleben, Freunde. Ich würde mal sagen, ich steige jetzt hier ein in meinen Bagger und schau, ob die das Ganze überleben können, Freunde. Und dann werde ich die auf jeden Fall nochmal in die Autos und sowas tun, Leute. Und dann, ey, die werden auf jeden Fall richtig, richtig drauf gehen. So, jetzt haben wir hier den Bagger am Start, Leute. Und es geht los, dass wir hier die ersten Vector reinmachen. Zack! Okay, die ersten Vector. Oh ja, die rutschen rein. Und mal gucken, ob die... Wow! Wow, okay, warte mal, der fliegt doch, glaube ich, schon... Oh, die sind, glaube ich, unten. Okay, warte, ich warte mal ganz kurz die restlichen beiden rein, beziehungsweise die restlichen vier. Und dann gucken wir mal, ob die unten lebend stehen oder ob sie nicht so Bock haben. So, ganz kurz rein mit euch. Wow, was ist mit dem passiert? Und dann noch einmal ganz kurz hier, ne? So, Vector, schön rein da. Okay, und mal gucken. Ich steige aus, Freunde, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, sind die noch... Okay, einer ist da sogar noch. Oh, Vector, der kämpft. Aber ich glaube, die anderen müssten jetzt hier unten drin sein. Hallo? Also irgendwie sind die meisten Vector einfach verschwunden. Ich sehe hier einen. Aber hier unten ist keiner gelandet. Und draußen ist auch keiner, Freunde. Oh, hier! Okay, aber ich glaube, die ganzen Vector haben das Ganze nicht überlebt. Dafür bin ich jetzt aber selber Vector, Freunde, und fahre jetzt hier schön rein, Leute, in diesen krassen Shredder. So, und ich werde auf jeden Fall mal kurz gucken, wie es so ist, wenn man da selber reinfährt. Oh Gott. Ja gut, wir waren jetzt auch nicht wirklich lange drin. Ja. Und dann bringen wir mal ganz, ganz viele Sonics hier rein, Freunde, und ganz, ganz viele Vector-Dinger. Oh mein Gott, die werden doch locker gleich alle jetzt hier zerhauen, Freunde. Ich guck mal, wie viele ich jetzt hier gleich reinbringen kann. Und dann lasse ich gleich hier eine richtig, richtig krasse Sache fallen. So, hier nochmal ganz ein paar Sonics. So, Leute, alles rein, was rein muss. Bananenfresser. Oh mein Gott, Leute. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was hier drin. Und jetzt halt die Frage, wenn wir da jetzt was reinwerfen, Leute. Oh mein Gott. Mal gucken, ob wir da vielleicht mal ein Spiel zum Crashen bekommen. So, ich fahre ganz kurz nach vorne. Alle Achtung, Vector. So, Freunde. Okay, und jetzt komme ich mit den ultimativen... Hey! Nein, aua! Aua, aua, aua! Nein, das wollte ich gar nicht! Hilfe! Oh mein Gott! Ich bin mit allen gefangen. Oh, das fühlt sich auf jeden Fall gar nicht cool hier drin an, muss ich sagen. Ich befreie euch mal ganz kurz von eurem Leid. Ja, ich werfe jetzt hier nämlich ganz viele Haftbomben rein, Leute. So, Haftbombe, Haftbombe. So, alle rein hier, Freunde. Alle Haftbomben rein. Und jetzt die ultimative Explosion. Boom. Oh mein Gott. Ey, Vector. Okay. Ich glaube, die meisten... Ja, haben es nicht geschafft, Freunde. Ich würde sagen, das soll auf jeden Fall von unserem richtig coolen Experiment gewesen sein. Jedes Mal, wenn Sonic springt, verdoppelt sich der Sprung. Unser Sprunglevel ist gerade nämlich mal bei 0. Und wir können jetzt hier einfach mal über Baby Sonic überzuspringen, Leute. Wow, und yo, jetzt ist direkt schon... Oha, also anscheinend verdoppelt sich das jetzt jedes Mal, Leute. Und unser Sprunglevel geht dann höher. Mal gucken, wie es ist, wenn wir jetzt hier über Vector rüberspringen. Macht ihr was gefasst und zack. Also, warte mal, unser Sprung war gerade noch nicht wirklich hoch genug. Ja, ich probiere es nochmal ganz kurz. Vector! Hä, Leute, unser Sprung ist noch nicht hoch genug. Vielleicht muss ich hier erstmal ganz kurz über das Ding rüberspringen. Zack, und oh, jetzt ist es höher gegangen. Jetzt bist du aber fällig, Vector. Und zack, wow,
Wow, was, wie hoch wir da gesprungen sind, Leute. Oh mein Gott. Und Leute, lasst jetzt mal ein Like da, wenn ihr wollt, dass wir über Sonic rüberspringen, über den richtig großen. Also bei 5000 Likes werden wir mal probieren, über den rüberzuspringen, Leute. Mal gucken, ob wir direkt schon über Siren Head Sonic rüberspringen können. Ja, und ja, Freunde, oh mein Gott. Und es ist noch höher gegangen. Wie cool ist das denn? Warte mal, dann können wir doch bestimmt jetzt hier über so... Oh, warte mal, da vorne, bei dem Haus, Leute. Und nochmal rüberspringen. Und, ey, was? Jetzt ist es nicht hochgegangen. Das heißt, wir kriegen nur neue Punkte, wenn wir über neue Sachen springen. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über das komplette Haus rüberspringe, statt nur über den Ding, dann kriegen wir... Zack! Ja, dann wird es auf jeden Fall wieder höher gehen, Leute. Also, sehr, sehr gut auf jeden Fall zu wissen. Vielleicht sollten wir mal auf so eine Palme rüberspringen, Leute. Und dann können wir, glaube ich, genug gleich Punkte sammeln, um über Sonic rüber zu springen. Und... Zack, über das Geländer, Freunde, über die Skatebahn 360, yo, und auch wieder hochgegangen, Leute. So muss das auf jeden Fall sein und Achtung, Menschheit, Menschheit, oh, oh, ich bin Sonic, hallo, kein Problem. Unser Sprunglevel ist auf jeden Fall jetzt schon mal echt richtig, richtig hoch, Leute, vielleicht können wir schon über so eine Palme rüberspringen, mal gucken. Zack und oh, 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 okay, also die war anscheinend noch ein bisschen zu hoch, aber ich glaube, Leute, die Palme hier könnte auf jeden Fall funktionieren. Zack und ja, jawohl, oh mein Gott, wir haben noch höhere Sprungkraft, wie cool ist das denn? Wir können sogar nachher noch in die Stadt reingehen, Freunde, und dann die ultimative Sprungpower uns holen, um dann nachher bis zum Mond zu springen. So, Autos aus dem Weg, ich springe jetzt nämlich ganz kurz, zack, über das Haus rüber. Ja, oh, oh, oh. Und auch gelandet, Leute. Ja, was? Wie cool ist das denn, bitteschön? Ich glaube, wir müssen hier vorne noch über so ein paar Häuser rüberspringen, damit wir gleich über Sonic rüberspringen können, Leute. Weil das Ding ist, wenn wir aufkommen und hinfallen, dann kriegen wir halt keine Punkte, sondern die werden sogar abgezogen. Also das heißt, wir müssen probieren. Ah, jawohl. Bloß nicht hinzufallen, Leute. Okay, auch wieder gut gelandet, ne? Ey, wir können jetzt hier theoretisch über die ganzen... Zack, über die ganzen Häuser rüberspringen. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben jetzt genug Punkte, um über Sonic rüber zu springen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier nochmal das Haus hier mitnehmen. Oh mein Gott. Also ich glaube, jetzt, Leute, haben wir genug Punkte, um über ihn rüber zu springen. Mach dich auf was gefasst, Sonic. Und, oh, guck mal, Leute, wie Baby Sonic hier sich die ganzen Mädels-Clap mit seinen Lady-Willige stützen. Ich brauche jedenfalls eure Hilfe, Leute, um über Sonic rüber zu springen. Denn ihr müsst jetzt auf den Abo-Button drücken. Und zwar auf drei, Leute. Eins, zwei, drei. Ja, wow. Was, Sonic? Was? Wir sind einfach über ihn durch? Und, lol, was? Wir sind gelandet, Leute, und unsere Sprungzahl ist so hoch jetzt. Das bedeutet, dass wir uns jetzt hier schon mal auf richtig hohe Häuser begeben können. Oh ja, Freunde, das ist natürlich jetzt richtig cool, ne? Warte mal, ist hier vorne nicht sogar noch irgendwie so ein Pool, Leute? Nein, in die Richtung war so ein See. Da können wir, glaube ich, über so Brücken rüber springen. Okay, hier kriegen wir jetzt nicht wirklich gerade viele Punkte. Aber ja, Leute, hatte ich doch recht. Hier ist nämlich anscheinend so ein Weg zur Brücke, Leute. Lass mal probieren, von der einen Brücke zu der anderen Brücke rüber zu springen. Und Sonic Power! Jetzt so. Nein, 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 nein. Und oh, was? Wir sind im Wasser gelandet. Aber ich habe jetzt irgendwie durch das Wasser, Leute, eine schnellere Geschwindigkeit bekommen. Also es ist ja auch immerhin Sonic, ne? Der wird anscheinend nicht nur von der Jump Power besser, sondern auch von der Geschwindigkeit. Und damit können wir auf jeden Fall, Leute. Ja, oh mein Gott, wir sind auf der Brücke drauf gelandet. Was? Das war ja übertrieben cool, wie das gerade aussah. Und zack, auf die... Ah nein, ich bin da gegen die Laterne gegengekommen. Oh, jetzt wurden mir sogar Punkte abgezogen, weil ich dagegen gekommen bin. Das Gute ist, Leute, dass wir auch die Häuser benutzen können, vom einen zum anderen Haus rüber zu springen. Deswegen lass mal kurz gucken und springen. Nein. Nein, 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 nein. Ja, oh. Oh mein Gott, wir sind zum Glück noch gelandet, aber wir haben dafür keine Punkte bekommen. Komm schon, wir nähern uns der Stadt, Leute. Ey, ich krieg immer mehr Jump Power, ne, Leute. Und jetzt hier, zack. Wow. Wow, was ist denn das jetzt? Hilfe. Nein. Nein, was war denn das jetzt? Ich bin gesprungen, ich war zu hoch. Oh, oh Gott, ich lasse mal einen Zettel liegen, damit auf jeden Fall meine Versicherung das bezahlen kann. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt irgendwie ganz komisch, Leute. Ich weiß auch nicht warum. Zack, wow. Unsere Jump Power ist ordentlich hochgegangen, Freunde. Was? Wir können jetzt, glaube ich, über Hochhäuser springen. Oh mein Gott, was? Wie hoch? Leute, wie cool ist das denn? Lass mal probieren, über dieses Haus rüber zu springen. Zack. Wow, Leute, was? Es funktioniert. Es funktioniert. Ey, es geht jetzt so hoch. Und ab aufs nächste Haus. Yeah, Leute. Oh ja, 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 ja. Vorsichtig. Achtung, Autos. Oh mein Gott, wir wollen nicht noch mehr kaputt machen. Vielleicht können wir dann gleich sogar über die Maze Bank rüberspringen, Freunde. Ja...
Ja, oh, wir haben, glaube ich, schon gute Höhe, Leute. Oh mein Gott, wir springen gerade. Oha. Komm schon, komm schon. Oh, was? Wir sind aber über das Haus hier rüber gesprungen und... Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Lasst es mal probieren, hier auf die Maze Bank aufzuspringen. Deswegen kommt hier jetzt mal Sonic Sprung und jetzt auf die Maze Bank. Oh, Leute, wie hoch springe ich? Wie hoch springe ich? Ja. Yeah. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich fall runter, Leute. Oh. Oh, diesmal hat auf jeden Fall der Besitzer von diesem Wagen Glück gehabt. Aber wir sind wieder ein bisschen runter. Dann noch mein zweiten Versuch, Leute, auf die Maze Bank. Ah, zack. Und wow. 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 Oh, mein Gott. Komm schon. Ja. Jawohl, Leute. Wir haben jetzt einfach den höchsten Turm in GTA 5 besprungen. Obwohl, nee, der, Leute, der Turm fehlt auf jeden Fall noch, ne? Also die Maze Bank ist auf jeden Fall... Was ist denn das, Leute? Das ist ja noch ein Olo-Mega-Tower. Okay, warte mal. Lass mal ganz kurz hier auf den Yanzu-Tower rüberspringen, Leute. Zack, ja. Weil da gibt es nämlich oben eine Wasserrutsche. Hier können wir theoretisch mit der Wasserrutsche sogar noch runterrutschen, Leute. Und dann können wir danach diese Jump-Power nutzen, um auf den höchsten Turm aller Zeiten zu springen. Und danach nämlich auf den Mond. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich verliere die Power. Ich verliere die Power. Oh, was? Aber wir haben trotzdem dicke Jump-Power bekommen von der Maze Bank. Deswegen, ich glaube, wir sollten jetzt auf jeden Fall hier oben rauf schaffen. Sonic, aufladen, aufladen, aufladen. Boom. Oh, Leute, was? Wir springen gerade übertrieben hoch. Was? Ey, ich fliege ja gefühlt sogar schon so hoch, wie wir springen. Oh, 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 oh. Und jetzt da vorne. Ab zur Rutsche, Freunde. Und zack, jawohl. Warte mal, können wir jetzt hier runterrutschen, Leute? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier runterrutschen können... Und vielleicht am Ende den Sprung nutzen. Oh, 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 nein. Oh, nein, Sonic. Sonic, pass auf. Wow, 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 wow. Was? Oh, Leute. Yo, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall ordentlich Power bekommen von dieser Rutsche. Jetzt fliegen wir gerade bis zu diesem Turm oben hin, ne? Ey, das wäre so cool, wenn wir es schaffen, auf den Turm oben raufzukommen, ne, Leute? Nein. Hey, Sonic. Hallo. Er verliert Energie. Er verliert in Energie. Oh, Leute. Aber das wird, glaube ich, ein richtig heftiger Jump-Boost, den wir jetzt hier bekommen. Oh Gott, bloß nicht im Wasser landen. Oh, was? Ich habe Schaden in den Boden reingemacht. So hoch sind wir geflogen, Leute. Oha. Okay, warte mal. Lass uns mal hier probieren. Oben. Ey, was? Ich kann richtig schnell laufen, Leute. Jetzt kann ich mir Schwung holen. Okay, pass auf. Ich hole mir jetzt ganz kurz Schwung, Leute. Holen wir uns Schwung, um auf den Turm rauf zu springen. Und zwar in 3, 2, 1. Yeah! Wow, Freunde. Also jetzt fliegen wir auf jeden Fall gerade mega, mega hoch. Na, komm schon. Lass probieren, hier auf diesen Tower, beziehungsweise sogar rüber zu springen, Leute. So, ich bin gerade echt gut dabei. Guter Dinge. Oh, warte mal. Sind wir sogar schon fast oben? Leute, wir sind fast oben. Ja. Ja. Guck mal, wie hoch wir sind. Wie hoch wir sind und rüber gesprungen. Oh mein... Oh Gott. Oh Gott, das wird jetzt, glaube ich, richtig heftig, Leute, wie wir jetzt runtercrashen werden. Das wird ganz, ganz heftig werden. Oh nein, wir landen, glaube ich, irgendwo in der Stadt jetzt hier von Los Santos. Es tut mir leid, Burger. Das wird eine richtig dicke Explosion werden, wenn ich aufkommen werde. Nein! Wow! Oh! Was? Was, Leute? Oh mein Gott, ich habe die komplette Autobahn gerade kaputt gemacht, ne? Okay, lieber ganz schnell jetzt hier weg, Leute. Und jetzt können wir, glaube ich, genug Power nutzen, um auf die Maze Bank raufzuspringen oder so, ne? Jetzt können wir, glaube ich, genug Power nutzen, um auf den Mond zu springen. Zack! Wow! Was? Wie hoch fliege ich denn? Wie hoch bin ich denn gerade mit einem Sprung gesprungen, Leute? Das ist... Warte mal. Oha. Oha, es tut mir leid. Okay, warte noch mal ganz kurz. Und jetzt. Oh. Leute, wie hoch fliege ich? Wie hoch ich... Alter, warte mal. Oh. Oh mein Gott, ich mache die ganze Straße kaputt, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie die Jump-Power ganz kurz aufladen. Ich habe ja Autos kaputt gemacht, ne? Tut mir leid, Autos. Okay, jetzt laden wir die Jump-Power auf. Und jetzt fliegen wir bis zum Mond. Zack. Wow. Was passiert? Was passiert? Was passiert denn jetzt? Ich fliege ja gerade übertrieben hoch. Okay, warte. Sonic, was machst du da? Sonic hat irgendwie so einen Glitch. Leute, wie hoch geht denn bitte schon gerade die Power, Leute? Was? Oh mein Gott, die geht ja richtig schnell hoch, Leute. Oha, wir sind schon höher als der Turm jetzt, ne? Können wir jetzt hier den Mond erreichen, Leute, ins Weltall fliegen? Das wäre echt übertrieben krass, wenn das jetzt funktioniert. Power, Sonic, Power! Was? Oh mein Gott, Leute. Man sieht schon langsam, dass die Erde wirklich rund ist, ne? Die, oh,
Die Karte verschwindet von GTA 5. Die Karte ist einfach weg. Ich sehe nur noch bis in die Spitze von dem Tower. Die ist auch gleich weg, ne? Leute, die Spitze von dem Tower ist jetzt einfach weg. Die Punktzahl, die geht so extrem hoch. Und die Towerspitze ist weg. Und was? Was passiert jetzt? Da vorne ist der Mond. Leute, wir sind einfach gerade im Weltall. Was passiert hier, bitteschön? Oh mein Gott, wir sind so hoch geflogen, Freunde. Wir werden heute Baby-Sonic-Autos zu God-Sonic-Autos upgraden. Dafür müssen wir die komplette Karte in GTA 5 überspringen. Schau bis zum Ende, denn das wollt ihr unbedingt nicht verpassen. Wir stehen auf der Mega-Rampe und Baby-Sonic ist einfach da und hat sein Baby-Auto mitgebracht, Freunde. Und mit diesem Wagen werden wir heute runterfahren und probieren, die Autos zu upgraden. Denn das ist auf jeden Fall nicht das God-Auto. Also, dann alles einsteigen, Baby-Sonic. Denn wir werden jetzt hier diese Rampe runterfahren, Freunde. Oh, ey, guck mal, der hängt so hier unten, Leute. Was macht denn der da unten? Okay, wir kommen jetzt hier mit Vollspeed, Leute, unten auf die Rampe hinzu. Man kann sehen, wir haben da sogar anscheinend einen richtig heftigen, großen Boostring, Leute. Und Jimmy, oh mein Gott, Leute. Wir haben direkt schon ordentlichen Speed, aber wir kommen mit diesem Noob-Auto nicht wirklich weit voran. Und jedes Mal, wenn wir auf den Boden landen, Leute, dann transformieren wir uns. Wow, Freunde, Alter, das heißt, wenn wir aufkommen, dann quasi... Oh, warte mal, Baby Sonic, was machst du denn jetzt hier gerade? Wir haben jetzt hier anscheinend gerade den Gabelstapler, Freunde. Und der soll jetzt die Rampe springen, Leute. Ich meine, klar, der hat hinten so einen Nitro-Tank drin, aber das wird doch niemals was werden. Oh, Baby Sonic, komm. Das Ding ist, wenn wir die Autos upgraden, werden wir auch Sonic upgraden. Das bedeutet, wir können vielleicht gleich von Baby Sonic zu einem anderen Sonic upgraden, Leute. Aber jetzt erstmal hier schön mit Speed fahren. Oh, komm. Das Ding ist irgendwie richtig langsam, muss ich sagen. Aber hier ist der Boost. Und wir kriegen Boost, Leute. Yo. Oh mein Gott, Baby Sonic. Leute, wir fliegen, glaube ich, gerade, oder? Fliegen wir gerade wirklich? Ich glaube, ich träume nicht, oder? Leute, wir fliegen gerade echt mit Baby Sonic und diesem krassen Auto. Das hat anscheinend ein bisschen Nitro drin, Leute, in der Flasche. Aber wir haben da nicht ganz viel Nitro drin. Ne? Das bedeutet, dass es auf jeden Fall leicht leer gehen kann, ne? Ey, Sonic, wie geht's denn da oben? Er sieht auf jeden Fall echt glücklich aus, würde ich sagen, ne? Ey, Leute, das sieht echt richtig, richtig cool aus, wie wir fliegen. Aber ich habe das Gefühl, wir verlieren langsam die Geschwindigkeit, Freunde. Oh nein, nein. Nein, Sonic! Sonic! Oh, 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 das wird gar nicht gut ausgehen, Leute. Ich glaube, das wird gar... Oh, Sonic, pass auf! Pass auf! Nein! Oh, oh mein Gott, Freunde. Aua, und was ist denn jetzt hier bei dir los, Baby Sonic? Was hast du dir denn für ein cooles Auto geholt, Leute? Oh, was steht denn da? Als ob wir uns aber hier reinsetzen können, Leute. Guckt ihr das mal an. Wir können uns jetzt einfach reinsetzen. Und ich sitze jetzt hier in diesem Wagen mit Sonic oben drauf. Guck mal hier. Der fällt auch nicht runter. Der ist anscheinend echt richtig stabil, Freunde. Okay, jetzt gehe ich hier runter mit dem RC Bandito, Leute. Oh mein Gott. Okay, also wie das ausgehen soll. Ey, Leute, ohne Spaß, das sieht auf jeden Fall einfach verkehrt aus, ne? Mit Sonic vorne, das sieht so verkehrt aus. Und jetzt durch den Booster, Freunde, yo! Oh mein Gott, wo fliegen wir hin? Leute, wo fliegen wir hin mit dem Ding? Wir haben voll den krassen Boost. Sonic, halt dich gut fest. Leute, wir sind auf dem Weg zu Mount Chiliad. Wir müssen es halt nur schaffen, irgendwie über diesen See da vorne rüber zu kommen, ne? Oh nein, Freunde, wir sind nicht wirklich hoch genug, ne? Oh, komm schon, Sonic. Oh, nein. Andere Richtung. Andere Richtung, Leute. Ja, ja. Komm schon, Richtung Mount Chiliad. Oh, Leute, ich glaube nicht, dass das Ding jetzt hier gleich noch genug Power hat, ne? Das wird doch locker gleich keinen Boost mehr haben oder so, ne? Leute, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen, ne? Hey, hey. Wo ist der Boost? Wo ist der Boost? Sonic! Halt dich fest! Achtung! Nein! Oh, oh mein Gott, ey! Aua, was passiert hier mit den Upgrades? Wer ist denn da? Der normale Sonic, Leute. Da hast du recht, ich bin jetzt groß geworden. Und ich hoffe, dass wir mich zu God Sonic upgraden. Ich habe noch richtig krasse Autos auf Lager, sei gespannt. Ah, okay, alles klar, Sonic. Ey, der hat anscheinend noch richtig krasse Autos am Start, Leute. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann steig mal jetzt hier ein in den richtig, richtig krassen Rocket Voltic, Leute. Alles einsteigen, Sonic. Okay, Alter, Leute, das Ding ist, der hat gesagt, der hat anscheinend noch richtig krasse Fahrzeuge.
Fahrzeuge da am Start. Und ich glaube, die beinhalten auch noch so ein paar andere Sonics. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt hier mit diesem Ding, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, damit sollten wir richtig, richtig weit kommen, Freunde. Ich meine, guckt euch das mal an. Wir sind hier mit Sonic einfach drin. Der sitzt bei uns einfach auf dem Beifahrersitz, Leute. Okay, guck mal auch hier das Sonic-Kennzeichen sowas, ne? So, jetzt sind wir hier beim Boost, Freunde. Und wow! Yo, okay. Der Boost ist heftig, Freunde. Der Boost ist, oh mein Gott, seht ihr das? Der ist ja richtig heftig, wie weit er fliegt. Wir sind hier neben einem Flugzeug. Ey, Sonic, guck mal, deine Füße gucken raus. Sag mal, was ist denn da los? Oh, Leute, wir fliegen direkt zur Richtung vom Mount Chiliad, ne? Wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, wir können es vielleicht sogar schaffen, dass wir über Mount Chiliad fliegen und dann über die ganze Karte in GTA 5. Aber ich weiß nicht, wie viel Boost wir noch hier drin haben, Freunde. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon fast beim Mount Chiliad. Oh, wir müssen da hinten. Seht ihr die 3, 4 Inseln? Da müssen wir hin, Freunde, um über die komplette Karte zu springen. Nein. Warum verliere ich an Höhe? Hä, ich habe da noch Boost. Warum verliere ich an Höhe? Ich habe da noch einen Boost, Freunde. Was soll das? Nein! Oh mein Gott, Leute, wir waren so nah dran. Wir haben es schon fast geschafft, über den Mount Chiliad drüber zu fliegen, Leute. Okay, Sonic, was muss ich jetzt machen, um ein neues Auto zu bekommen? Die Zuschauer müssen jetzt ein Like da lassen. Dann kriegst du nämlich ein richtig lustiges Fahrzeug von mir, mit dem wir zusammenfahren werden. Und bei 10.000 Likes kriegst du ein richtig besonderes Geschenk. Boah, das hört sich ja richtig cool an, Sonic. Okay, ich bin mal gespannt, was du jetzt für ein Auto organisiert hast. Und zwar haben wir jetzt hier... Wie hast du das so schnell da reingeschafft? Also, Sonic hat echt so eine Geschwindigkeit drauf, Leute. Okay, aber was ist denn das für ein Fahrzeug? Was? Das ist einfach... Sonic, wie soll man bitte schön damit fahren? Sind wir in irgendeinem... Ist das eine Mülltonne, Freunde? Ich glaube, das ist eine... Er lacht natürlich, ne? Ich glaube, das ist eine Mülltonne, Freunde. Also, na gut, okay. Dafür, dass ihr jetzt ein Like da gelassen habt, Freunde, deswegen, ihr habt ein Like da gelassen, haben wir jetzt das Fahrzeug hier und mit... Mit dem Ding, als ob wir mit... Oh, guck mal. Oh, als ob wir mit dem Ding hier über Los Santos fliegen können, Freunde. Über die ganze GTA-Karte. Aber es ist schnell. Es ist schnell. Guck mal. Sonic hat anscheinend irgendwie noch seine Beine unten oder so, damit wir richtig viel Speed bekommen, Freunde. Warum ist das so schnell? Wow. Guck dir das mal an, Freunde. Was passiert hier? Hä? Oh, mein Gott. Hä, wir machen Frontflip, Sonic. Hilfe. Ey, was passiert hier, Leute? Was ist das für ein Ding? Guck mal, da ist eine große Tower. Hä? Okay, es geht anscheinend irgendwie übertrieben ab, Leute. Wir machen schon wieder einen Frontflip, ne? Ey, Sonic, hör auf damit. Mir wird schwindelig, wenn du so weitermachst, ne? Mir wird davon schwindelig. Oh, Leute. Wir sind hier einfach in einem richtig, richtig coolen blauen Kasten oder sowas. Oh, wir sind aber auf gutem Wege, glaube ich, ne? Ah. Ey, nein. Sonic, was machst du da mit mir? Oh, wir kommen aber... Ey, Leute, schaffen wir es jetzt, glaube ich, über den Mount Chiliad drüber? Komm schon. Komm schon, Sonic. Gib bisschen. Gib Gummi, Sonic. Wir müssen über den Berg. Das ist knapp. Sonic, ich brauche jetzt deine Geschwindigkeit. Oh. Wow, mein Gott, Freunde. Nein, Sonic, ich brauche noch mehr. Sonic. Sonic, wir sind doch so kurz vom Ziel. Sonic, bitte nein. Oh mein Gott, Leute, wir waren so kurz davor, die ganze Karte zu überspringen. Eggman? Was machst du denn hier? Ich habe Sonic entführt. Und ich habe 4 Baby-Sonics an dein neues Auto rangemacht. Wenn du es nicht schaffst, bis zu Mount Chiliad zu kommen, werden sie nicht lebendig rauskommen. Oh, Freunde, habt ihr das gehört? Anscheinend hat er wirklich hier 4 Baby-Sonics rangemacht. Ey, wart ab, Eggman, das wirst du... Wo ist er hin, Leute? Er hat sich anscheinend einfach irgendwie weggespawnt oder so. Okay, wir haben anscheinend seine Aufgabe gehört. Wir haben hier anscheinend 4 kleine Baby-Sonics, Leute, an dem Auto dran. Und wenn wir es nicht schaffen, bis zum Mount Chiliad... Dann, kann ich das aussprechen. Okay, ich kann die auch anscheinend da nicht befreien oder so, ne? Die sind da anscheinend echt festgebunden, ne? Mit irgendwelchen heftigen Kabeln und sowas. Guck mal, oh Gott, Leute, die sind ja wirklich an den Reifen festgemacht, ne? Die gehen mit dem Reifen mit. Okay, Baby-Sonics. Haltet euch gut fest. Oh mein Gott, das Ding ist aber ja gar nicht... Was? Wie schnell drehen die sich? Oh, die werden noch locker gleich richtig schwindelig sein. Alter! Ja! Wie schnell drehen sich die Sonics? Was passiert hier, Leute? Oh mein Gott, die Armen. Ey, okay, Achtung. Wir gehen jetzt hier anscheinend auf der Mega-Rampe auf dem Booster, Freunde. Ja! Oh,
Sonics! Oh mein Gott, Leute. Ohne Spaß. Die tun mir echt richtig leid, ne? Wir kommen halt, aber das Ding ist, wir haben anscheinend echt heftigen Boost, Leute. Seht ihr das, ne? Wir haben echt heftigen Boost und wir müssen es halt irgendwie nur schaffen, bis zu dem Mount Chiliad hinzukommen. Ey, können wir sie wenigstens retten, Leute? Oh, Baby Sonics. Wir sind auf einem guten Weg, Baby Sonics. Vertraut mir, ne? Wir schaffen das schon. Oh, Leute, wir sind echt mega, mega hoch, ne? Aber das Ding ist, ich habe mich zwar gut hochgeboostet mit dem Boost, aber ich falle gerade schon wieder, ne? Leute, oh, oh, ich falle. Ich muss es irgendwie noch schaffen, zum Mount Chiliad zu kommen. Oh mein Gott, es wird richtig knapp. Ah, komm schon, ein Stück noch, ein kleines Stück. Ja, oh mein Gott, wir haben es geschafft bis zum Mount Chiliad. Klein Baby Sonics, ich befreie euch jetzt ganz kurz. Ich fahre hier kurz nach oben und dann befreie ich euch, okay? Und den letzten befreit, Leute. So, und ich habe euch alle befreit, alle Baby Sonics. Oh mein Gott, ey, ich krieg langsam Rückenschmerzen, Freunde. Hä, und jetzt ist hier gerade keiner? Oder wo sind jetzt die Leute? Oh, zwei Sonics? Du hast richtig gehört. Du bist kurz davor, uns zu den God-Sonics zu machen. Wenn du das schaffst, werden wir ein richtig, richtig großer Sonic werden. Bitte tu das für uns. Okay, okay, Freunde. Wenn wir es irgendwie schaffen, mit diesem Flugzeug über den Mount Chiliad drüber zu kommen, dann kriegen wir anscheinend den God-Sonic, Leute. Das God-Sonic-Auto. Und mit dem Fahrzeug können wir anscheinend dann die ganze Karte überqueren. Ich bin auf jeden Fall abfahrtbereit. Seid ihr das auch, Sonics? Ey, die sehen auf jeden Fall bereit aus, Leute, weil das Ding ist, die werden das anscheinend mit ihren Reifen, beziehungsweise mit ihren Reifen, mit ihrem Schuhen, Leute, werden jetzt hier richtig gleich drauf sprinten, damit wir den krassesten Boost bekommen. Okay, Sonics, macht euch was gefasst. Wir werden jetzt nämlich extrem hochfliegen. Wohohoho. Yippie. Yo, Leute, wir können fliegen. Wir fliegen einfach. Okay, pass auf, jetzt müsst ihr es... Oh mein Gott, das ist gar nicht so leicht zu kontrollieren, das Flugzeug, ne? So, weil das Ding ist, die Sonics, die rennen anscheinend gerade um ihr Leben, ne? Dass wir quasi jetzt hier uns so richtig schön hochboosten können. Und Leute, wir schaffen es gerade, bis zu Mount Chiliad zu kommen. Danach kriegen wir einfach das God-Sonic-Auto, Freunde. Oh, ich bin echt gespannt, wie Sonic aussieht, ne? Oh, jawohl, wir sind fast bei Mount Chiliad, Freunde. Wir müssen es nur schaffen. Nein, 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 nein. Irgendwie ein bisschen rüber zu fliegen, Leute, wir verlieren. Das ist gerade wie ein Segelflugzeug, ne? Wir haben gerade nicht mehr wirklich viel... Komm schon, jetzt noch irgendwie hier rüber. Ja, ja, nein, 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 nein. Ja, 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 oh mein Gott, Freunde, komm schon, Segel hin zu den, okay, aber das Ding ist, jetzt schaffen wir es einfach, die God-Sonics, das müssen nur aufkommen, 3, 2, 1, oh mein Gott, aua, Freunde, okay, ich bin gespannt, ob es geklappt hat, God-Sonic, wow, Freunde, wir haben God-Sonic. Was? Und mit dem Fahrzeug? Guck mal, das Auto ist auch Gold, ne? Oh, Leute, und God-Sonic sieht so richtig heftig aus, ne? Dann lass uns jetzt mal probieren, mit dem Fahrzeug die komplette GTA-5-Karte zu überspringen. Boah, ich werde wahrscheinlich gar nicht richtig gucken können, oder? Leute, wie das aussieht. Wir haben einmal God-Sonic. Was? Okay, pass auf. Jetzt mach dich auf was gefasst, Sonic. Ja, okay. Man könnte sich denken, doch, man sieht den Schatten, dass oben Sonic drauf ist. Oh mein Gott. Mach dich auf was gefasst, God-Sonic. Leute, das sieht echt zu krass aus, ne? So, komm schon und springen hier mit dem Boost. Wow, mein Gott, God-Sonic. Was? Wie heftig fliegen wir denn, bitteschön? Wow, Leute, das ist ja zu krass. Guckt dir das mal bitte schon an. Wir sind über dem einen Flugzeug und über dem anderen Flugzeug. Und Sonic, wie sieht's aus da hinten? Geht's dir gut? Anscheinend schon, Leute. Den geht's, glaube ich, richtig gut. Oh, jawohl, komm schon. Flieg jetzt ordentlich. Ja, okay, da hinten, Leute. Dahin sind die Inseln. Wir sind fast da. Oh, Leute, lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da für God-Sonic. Denn wir werden es gleich schaffen, die komplette Karte zu überspringen. Oh, mein Gott, Leute. Oh, mein Gott. Da hinten ist die Insel. Da müssen wir es rauf schaffen, Freunde. Wir sind fast auf der Insel. Oh, ja. Ja, Freunde. Das ist einfach God-Sonic. Lasst jetzt noch ein Like da, wenn ihr sehen wollt, wie ich 1 Dollar Sonic zu 1 Million Dollar Sonic upgrade. Checkt die beiden Videos aus und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.